Am Montag früh konnten noch alle Radlerinnen und Pendlerinnen nach Berlin hier durchfahren. Montagabend standen sie plötzlich vor einer verschlossenen Tür. Ein vorhandener Radschnellweg, der unterbrochen worden. Das geht halt gar nicht. Ja, das ist leider so und das ist auch natürlich nachvollziehbar. Ärgerlich für diejenigen, die dort regelmäßig Rad fahren. Es gibt aber einfach keine andere öffentliche Straße in diesem Bereich, über die wir den Verkehr für die Radfahrenden umleiten können.